Da Deutschland langfristig für mich keine Option mehr darstellt, habe ich hier die schönsten Auswanderungsziele zusammengestellt. Viel Spaß mit dem Video. Die Schweiz. Die Schweiz dürfte vor allem für Leute interessant sein, die sich hier von der Vegetation her wohlfühlen, aber auf das System keinen Bock mehr haben. Die reden zwar etwas komisch, aber trotzdem wird dort Deutsch gesprochen. Hier wird man sich wohl am einfachsten zurechtfinden. Vorteile: Hier gibt es noch eine richtige Demokratie mit Volksentscheiden und das Bankgeheimnis wird hier noch großgeschrieben. Relativ hohes Lohnniveau. Nachteile: Hier sind zwar wie in jedem anderen Land eigentlich die Steuern geringer, dennoch gibt es hier relativ hohe Lebenshaltungskosten. Kommen wir zum nächsten Land: Bulgarien. Schöne Gegend, es gibt dort alles, Strandmeer, aber auch Berge, wobei das natürlich Geschmackssache ist. Vorteile: Geringe Steuern. Meines Wissens nach dürfte das bei 10% liegen, aber wenn ihr dann noch sicher auf der sicheren Seite sein wollt, informiert ihr euch natürlich nochmal selbst. Ist natürlich innerhalb der EU, das ist auch ein großer Vorteil, geringe Lebenshaltungskosten und günstige Immobilien. Nachteile kann ich hier eigentlich nur die sprachlichen Barrieren anführen. Das ist natürlich überall außerhalb der Dachregion so. Mit Englisch kommt man zwar relativ gut zurecht, aber man sollte sich langfristig natürlich die Sprache von dem Land, in das man gerne möchte, aneignen. Dubai. Dubai ist ein islamisch geprägtes Land, aber durchaus schön und vor allem für Auswanderer interessant, da für Online-Einkommen tatsächlich keine Steuern anfallen. Im Sommer kann es teilweise bis zu 50 Grad heiß werden. Man muss sich allerdings etwas an die Kultur anpassen. Zum Beispiel ist im Ramadan auch das öffentliche Essen und Trinken für Nicht-Muslime verboten. Dennoch hat das Land als Auswanderungsziel einiges an Potenzial, gerade wenn ihr online euer Geld verdient. Thailand ist ein schönes, überwiegend buddhistisches Land. Es ist das ganze Jahr warm, gibt Palmen, schöne Strände und gutes Essen. Aufpassen bzw. fernhalten sollte man sich vor allem von Drogen, da man dort für derartiges ziemlich viel Ärger bekommen kann. Auch gab es kürzlich einen Fall, dass eine Frau für Majestätsbeleidigung 40 Jahre ins Gefängnis kam. Da wird auch sehr ernst genommen dort, also da muss man wirklich aufpassen wegen König und so weiter. Aber abgesehen davon ist es ein schönes Land, in dem man günstig leben kann. Vorteile: geringe Lebenshaltungskosten. Nachteile: Grundbesitz für Ausländer nicht erlaubt. Das muss immer zu 50% in thailändischer Hand sein und da würde ich aufpassen. Kann man sich auch irgendwo absichern lassen, aber da muss man sich nochmal ganz genau informieren. Und die Sprache ist halt sehr schwer zu lernen, weil es dort auch auf die Betonung ankommt. Auf den Philippinen gibt es ähnliche Vegetation wie in Thailand, das ganze Jahr warm und mit die schönsten Strände weltweit. Stark katholisch geprägt durch die Spanier, die lange dort waren. Es besteht aus über 7000 Inseln, was manchmal nervig sein kann, da man oft mit dem Boot oder auch mit dem Flugzeug reisen muss, je nachdem zu welcher Insel man will. Man kann dort wirklich viel machen, fernhalten sollte man sich auch dort von Drogen, ansonsten hat man dort wirklich viele Möglichkeiten. Mit Englisch kommt man sehr gut zurecht, da es dort auch Amtssprache ist. In den Touristengebieten nerven die aufdringlichen Verkäufer manchmal. Vorteile: günstige Lebenshaltungskosten. Mit Englisch kommt man sehr gut zurecht. Keine Steuern auf Auslandseinkommen. Liberales Waffengesetz. Nachteile kann ich hier diesmal eigentlich nicht sagen. Eine Alternative, wo man sich nicht direkt für ein Land entscheiden muss, ist, man wird digitaler Nomade, was natürlich den starken Vorteil mit sich bringt, dass man nirgends steuerpflichtig ist. Man reist viel und kann sich einiges von der Welt anschauen. Darüber wird es in meinen nächsten Videos gehen, was natürlich nur funktioniert, wenn man sein Geld online verdient. Es ist nicht immer einfach, überall einen Job zu finden, der auch ausreichend bezahlt wird. Daher sollte man, wenn man mit dem Gedanken spielt, an einem Online-Einkommen arbeiten, worum es unter anderem auch auf diesem Kanal gehen wird. Damit hat man die meisten Möglichkeiten und kann letztendlich zu jeder Zeit hingehen, wo man will, was für mich letztendlich wahre Freiheit bedeutet. Danke fürs Anschauen von meinem Video. Über Abos würde ich mich sehr freuen. Haut rein!